Vielleicht können wir uns hier was leihen. Kann ich mir einen Schraubenschlüssel leihen? Mal Schrauben ziehen. Klar, welche Größe brauchst du denn? Keine Ahnung. Werkzeug leiht man sich nicht einfach so. Da brauche ich eine genaue Größe. Oder zeig mir die passenden Schrauben. Ja, komm doch mit. Wie soll ich das denn machen, wenn die Schrauben fest ist? Die muss doch ziehen. Ich brauche doch den Schraubenschlüssel, um die. Ich brauche den Schraubenzieher, um die Schraube zu ziehen. Wie soll ich dir das dann. Komm doch mit. Tja. Wie sollen wir eine Schraube mitnehmen und das dann. Aber dann haben wir doch die Schraube schon. Das ist doch. Wenn wir eine Schraube mitnehmen, haben wir doch das Problem schon gelöst. Hier ist nur eine Schraube, die wir lösen müssen. Kaugummi dran kleben und das damit rausziehen. Ich kaue es vorher. Dann kann ich einen Abdruck machen. Na sicher. Ach, ein Abdruck. Schraubenabdruck. Na sicher. Ich dachte, das rauszuziehen wäre jetzt die. Okay, dann zeigen wir den. Vielleicht können wir. Ja. Vielleicht können wir ihr den Abdruck zeigen. Dann können wir uns den entsprechenden. Schau mal. Schraubenzieher nehmen. Schrauben. Ah ja. Da habe ich genau das Passende für dich. Sehr schön. Das sieht ja spannend aus. Ein spannender Schraubenschlüssel. Spannender Schrauben. So, zur Seilbahn. Dann lösen wir die Schrauben. Rums. Ist ja weg, der Conroy-Kopf. Also das Blastproblem müsste gelöst sein. Das hätte ich mit dem echten Conroy machen sollen. So, das Ballastproblem sollte gelöst sein. Jetzt brauchen wir nur noch die Einstellung. Dafür brauchen wir hier einen Hebel und irgendwas für die leere Stelle. Okay. Vielleicht finden wir einen Plünderladen was. Das wäre eine. Ja, wo sonst finden wir sowas für die. Wo sonst finden wir Hebel und. Das könnte auch ein guter Hebel sein. Zum Kramladen. Vielleicht finden wir da irgendwie etwas, was als Hebel taucht. Vielleicht wahrscheinlich den. Das war ein Beispiel. Habe ich keinen Plan, wie das bedeutet. Oh, ein Windmesser. Na toll. Zu weit weg. Dieser Windmesser ist unverkäuflich. Egal, wir haben ja schon einen. Da hätte ich mir anschauen können, wie ein Windmesser aussieht. Ja gut. Tja, also. Wo kriegen wir ein Hebel hier? Haben wir ein Ei? Fabergé. Das Ei ist unverkäuflich. Gibt's hier überhaupt irgendwas, was verkäuflich ist? Wir können mal Dart spielen. Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Tritt an die weiße Linie. Das war mal nichts. Diese Pfeile sind viel zu schwer und unhandlich. Ja, die Dinger haben leider keine Flügel, mit denen sie fliegen können. Oder ein Verstand, mit dem sie Flügel, mit dem sie fliegen können. Warte mal. Vielleicht kein Hack hier. Du möchtest einen Pfeil, der so groß ist wie du? Mist. Aber vielleicht kann es in der Luft auffangen und. Dartscheibe. Du musst mit einem Pfeil treffen. Nur dann Mist. Geht es. Tja.
Doofe Idee, vielleicht nur so mal eben Hack. Achso, die sind ja gerade Hack. Vielleicht können wir nur mal so Hack vielleicht. Schau nur, aufregend, nicht? Ich dachte, die Socken immer ziehen und dann. Ah, natürlich. Socketee-Ei. Ist nur die Spitze. Ich kann die Heftzwecke kombinieren. Jetzt haben wir eine Dart. Dartpickelhaube. Jetzt Hack überziehen und dann können wir Hack werfen. Aber irgendwas fehlt noch. Aha, okay. Vielleicht jetzt irgendwie. Ja, was fehlt denn da noch? Das Nest. Nein, ich will es nicht noch seltsamer machen. Aha. Hast du Käse? Nein. Eine Linse. Nichts weiter zu sehen. Okay, was fehlt denn da noch? Schraubenschlüssel, die vielleicht. Reparieren. Tja, können wir hier noch irgendwas mitnehmen, was wir kombinieren können? Ein bisschen Käse. Die Idee ist, Käse. Tja. Und vielleicht irgendwas irgendwo hier mit dem. Könnte man machen? Oder irgendwas hier kombinieren, hier zum Beispiel. Kann ich das hier eintauschen? Das Ei ist unvertäuschlich. Aha, okay. Können wir nicht. Also. Tuch. Ich weiß auch nicht. Das Seilbahnmodell dürfen sich nur ausgewiesene Seilbahnliebhaber anschauen. Ja, Nest haben wir schon versucht. Das hatten wir schon. Okay, können wir hier irgendwie kombiniere alles mit dem Ei. Vielleicht brauchen wir das Ei zum noch und den, damit das hier oben noch dick wird. Das muss ja so aussehen wie das hier, damit das hier brauchen das Ei. Kann ich dieses Kranzteil mit diesem Nest hier vertauschen? Ja, mach mal. Ach was, okay. Sieht jetzt ja tatsächlich das viel besser aus. Den Vierkranzregler kannst du behalten. Hab noch eine ganze Kiste voll. Ah, okay, das sieht aus wie so ein, wie der hier der Raketensockiert. Können wir. Ah, und den können wir Hack dort reinstecken. Das ist der Plan hier. Sehr schön. Und überstülp. Du willst dein Glück beim Dart Scheiße. Versuchen? Tritt an die weiße Linie. Juhu. Los, Hack. Hurra. Oh, Donnerwetter. Mitten ins Schwarze. Gut gemacht, Hack. Hack? Das ist mein so nicht die Felder. Name. Hack, zack, Joe. Ich heiße Emils Bruder beim Dart. Sehr kreativ. Aha. Befreien wir dich alles klar. Von dem ganzen Kram. Okay. Den Preis hast du dir verdient. Verdient. Oh, ich habe noch nie einen Preis bekommen. So, nimm's. Vielleicht können wir damit irgendwie. Ich weiß auch nicht. Können wir das als Hebel benutzen? Dann die Mitte setzen auf den Stippel dort, auf die Aussparung. Hier zum Steuerpult. Gucken wir hier vielleicht. Jetzt fangen den Beispiel mitten rein. Nope, das passt. Oh, das passt rein. Oh, sehr schön. Es passt. Das ist, glaube ich, noch nicht richtig. Ah, doch, es ist richtig. Da können wir was regeln. Aha, aha, aha. Okay, dass das jetzt erstmal so
Empfangen den Ball. Ja, da fehlt definitiv etwas. Aber etwas Hebligeres. Ein Hebel zum Beispiel. Also den Hebel könnte ich mir maximal noch vorstellen, dass wir den in der Fabrik, also in der Schererei bekommen. Das wäre noch eine Option. Das Ding, können wir das vielleicht irgendwie klauen und uns als Hebel benutzen irgendwie? Ich weiß ja nicht. Dann willst du es uns abgeben? Du machst freiwillig. Hallo Molly. Du bist uns freiwillig. Hi Robert, willst du was spielen? Klar, ich stell dir ein paar Fragen und du musst sie beantworten. Alles klar, schieß los. Ein Hebel. Können Happy und ich einen Ausgang machen? Ach, Happy, Hebel, das ist Happy, vielleicht. Wenn du mir was anderes zum Ach, der Hebel dort, in der Vase dort. Aha, wenn ich ihr was... Tschüss. Vielleicht... Bleib hier. Mir ist so langweilig. Mir ist langweilig, sie braucht was zum Spielen. Ach, das ist der Hebel, mit dem sie spielt hier, den sie dann in die Vase steckt. Aha, willst du hier vielleicht fangen den Ball? Oh, danke. Damit kann ich noch besser Zeit totschlagen. Ah Mann, Hebel und können die Bahn zu laufen bringen. Alles klar. Jetzt haben wir Happy den Hebel. Und können mit Happy den Hebel die Seilbahn in Gang bringen. Aber dann müssen wir noch das Rätsel um die und das Steuerpult lösen. So, ja, jetzt haben wir hier den Hebel. Jetzt müssen wir die richtigen Einstellungen treffen. Okay. Knopf an, Knopf an, Knopf an, Knopf an. 9. Was? Okay. Verstehe nicht. Was soll ich machen? Okay. Den Hebel können wir auch verrücken. Aber was? Wie? Ich würde mal sagen, erstmal nach oben, oder? Das wäre das Logischste. Oder wir lassen es so, weil wir müssen. Verdammt. Da musste wir nach vorne und dann hier den Knopf. So vielleicht und dann hier. Aber was? Hier bist jetzt hier drauf. Okay, jetzt haben wir hier den Hebel. Ich habe keinen Plan, wo das so, was das hier. Wir wollen ja nach dort fahren. Vielleicht können wir hier dann. Vielleicht die beiden hier oder das ist die beiden. Das, ich habe keine Ahnung. Hier Vorderleuchte und Hinterleuchte. Das hier und das hier. Knopf, Knopf. Und jetzt hier. Aha. Okay. Es passt. Und dann volle Fahrt voraus. Zu laufen. Ich sollte Libretta holen und hier verschwinden. Oh, und wir verlieren unseren Inventar dann. Oder verlieren was. Ach du Scheiße, oder von dem was nicht. Wir haben aus zuverlässiger Quelle gehört, dass sich Instrumentennasen in dieser Stadt aufhalten. Es ist Vorsicht geboten. Solange auch nur einer frei herumläuft, kann es jederzeit wieder zu einem Basilenangriff kommen. Nein, bitte. Ich weiß nichts von irgendwelchen Instrumentennasen. Es soll sich um einen Neuankömmling handeln. Nein, nein, nein! Seine Nase ist gestreift wie die ihre. Ihr müsst mir glauben. Libretta! Nein, halt. Mach doch nicht auf die aufmerksam. Sind Sie eine Instrumentennase? Du Blödmann. Geben Sie sich zu erkennen. Nein, er ist ganz normal. Ich
Ich bin die Flötennase, die ihr sucht. Nein. Verhaften. Haben Sie sonst irgendwelche Informationen über Instrumentennasen, die sich in dieser Stadt befinden? Sie opfert sich für uns. Und wenn hier welche wären, dann wüssten Sie, dass Sie jetzt fliehen müssten. Libretta. Los, sieh nach, ob du noch mehr findest. Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zu Conroys Wiedererweckung. Conroys Wiedererweckung? Ach du Schande. Tut mir leid. Da reisen wir ab. Mit der Seilbahn. Ortschaft freigeschaltet. Willkommen in Wollingen. Und Seilbahn Nause. Ach du Schreck. Sie ist gefangen. Laura, Laura, Laura. Ich werde dich schon noch zum Reden bringen. Erzähl mir alles, was du über diesen König weißt. Er ist der König der Flötennasen. Er wird uns alle retten und dich zur Strecke bringen. Machen wir es kurz. Ich werde ihn nicht verraten. Du verschwendest hier nur meine Zeit. Aber und ich verschwende deine. Damit auch deine Zeit. Also mir soll's recht sein. Schieß los. Oh, ich habe gar nicht vor, etwas zu sagen. Ich werde abwarten, bis du etwas sagst. Aha. Ich hasse es, wenn sie denken, dass sie clever sind. Da kannst du Wurzel schlagen. Okay, jetzt spielen wir sie. Ja, okay, jetzt können wir hier... Jetzt können wir reden. Ich denke, es gibt da ein, zwei Dinge, die du nicht über Conroy weißt. Ich weiß alles über Conroy. Ach ja? Wann wurde er geboren? Im Jahr des Schrofes. Was war seine Lieblingsfarbe? Rosa. Wann hat er die Basilen bauen lassen? Im Jahr des... Ah! Netter Versuch, kleine Lady. Jetzt hör mir mal zu. Was denn noch? Conroy hat sein Leben für unser Land und unsere Sicherheit gegeben. Ich lass dich nicht auf seinem Vermächtnis herumtrampeln. Aha. Provokation und Diplomatie. Aha, okay, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ja, da ist die Sache wohl klar. Conroy ist das asposische Äquivalent von dem gelben Glibber, den man morgens im Augenwinkel hat. Von dem Gefühl, das man hat, wenn man mit dem kleinen Zeh gegen einen Schrank rennt. Wie kannst du es? Von dieser ganz speziellen Art Kopfschmerzen, die man bekommt, wenn man wirklich durstig ist. Er ist ein Heiliger! Conroy ist die mit Abstand unnötigste Person, die ich jemals das Unglück hatte zu treffen. Er schuldet jedem einzelnen Asposa, dem er jemals die Luft zum Leben weggeatmet hat, eine handschriftliche Entschuldigung. Ich glaube, und das meine ich von ganzem Herzen, das einzig Gute an seiner Wiederauferstehung ist der Fakt, dass ich ihn noch einmal töten könnte. Er ist ein absolutes Monster und ich spucke auf ihn und alles, das ihm irgendwas bedeutet. Tja, also... Was ich dir noch zu Conroy sagen wollte. Es gibt nichts, was du sagen kannst, das meine Meinung über ihn irgendwie ändern könnte. Das weiß ich. Conroy hat die Basilen bauen lassen, um die Dynastie auszulöschen, die Macht an sich zu reißen und das Volk zu versklaven. Ich denk nicht an Diplomatie. Denk nicht dran. Außerdem war er auf Traubenzucker. Eine infame Lüge! Auf Traubenzucker? Was ich dir noch zu Conroy sagen wollte. Es gibt nichts, was du sagen kannst, dass meine Meinung ist klar. Conroy hat die Basilen bauen lassen, um die Dynastie auszulöschen. Mit die Macht an sich Kreis. Zu reißen und das Volk zu versklaven. Solch einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Außerdem war er auf Traubenzucker. Das hatten wir schon. Die Basilien. Du musst doch einsehen, dass die Basilien nicht echt sind. Die Basilien sind so echt, wie mein Glaube an Conroy. Aber du hast doch gar keine Beweise. Wenn es beim Glauben... Für den Glauben braucht man keine Beweise. Dann würde es doch gar nicht Glauben heißen, sondern... Wissen? Genau. Es gibt etwas, das du zu den Basilien wissen musst. Und das wäre... Ne? Provokation. Sie sind nicht echt, du hirnverbrannter Vollidiot.
Das sieht doch ein Blinder in einer Dunkelkammer. Hast du mal die Absturzstellen untersucht? Nein. Hast du dich mal mit ihrer Herkunft beschäftigt? Nope. Conroy hat sie bauen lassen. Das stimmt nicht! Tja, also... Was ich dir noch zu den Basilen sagen wollte... Ach, bitte. Sie sind nicht echt! Warum will das nicht in deinen stupiden Dickschädel rein? So redest du nicht mit mir! Großdiktator. Was ich dir noch zu den Basilen sagen wollte... Ach, bitte. Sie sind nicht... Warum will das nicht in... So reden. Okay, das hatten wir schon. Okay, Flötennasen. Warum hasst ihr denn nur die Flötennasen so sehr? Wie könnt ihr so viel Unglück über so viele Leben bringen? Sie waren es, die das Frage. Unglück nach Asposien geholt haben. Das ist dann Lüge. Gelebt, bevor sie Conroy feige ermordet haben. Sie sind von Natur aus böse. Jeder einzelne von ihnen. Glaub mir, sicher. Ich weiß es. Du liegst falsch. Du liegst falsch. Und deine Mutter liegt falsch. Du elender Mörder. Ich frag mich, was in deiner Kindheit schiefgelaufen ist. Ich schätze, mit Provokation kommen wir ja nicht weiter. Das ist hier die Moral von der Geschichte. Dass du mit Provokation nicht weiterkommen. Mach es nicht noch schlimmer. Ach so. Was willst du machen? Mich ins Gefängnis werfen? Du bist nur ein einsamer Versager, der keine Freunde hat und die Angst der Leute benutzt, um Hass zu schüren. Richtig so. Was ich dir noch zu den Flötennasen sagen wollte... Ja? Das können wir mal genau zweimal. Wenn du die Flötennasen in den Brunnen wirfst, dann wird auch der Wind für immer verschwinden. Dann hast du nicht nur die Flötennasen auf dem Gewissen, sondern ganz Asposien. Das Einzige, das mich an der Nummer nervt, ist der Fakt, dass ich dir hinterher keine runterhauen kann. Es reicht mir mit dir! Ich komme noch eine Puppe. Vielleicht fällt die irgendwann so tief, dass die das was nehmen können. Was ich dir noch zu den Flötennasen sage. Ja. Ich versuch's mal. Wenn du die Flöten. Das einzige. Es reicht! Nee, das wird nix. Ich glaube, der lag auch die ganze Zeit schon dort. Tja. Was versuchen wir es mal. Sagen wollte. Versuchen wir es doch mal mit Diplomatie. Auch wenn es mir weht, auch wenn es mir leid tut. Und weh tut. Warum sollte man Conroy nicht in Frieden ruhen lassen? Ich denke, es wird Zeit für einen neuen Herrscher. Hey, vielleicht diesmal ein König. Ein König? Was soll Asposien denn mit einer Monarchie? Das ist viel zu rückschrittlich. Ja, nehmen wir lieber eine schöne, moderne Diktatur. Ja. Was ich dir noch zu den Basilen sagen wollte... Wollte ich auch gerade sagen, nehmen wir lieber eine Diktatur. Okay, versuchen wir es mit Diplomatie. Was, wenn es einen Beweis gäbe, dass die Basilen nicht echt sind? Wenn es so einen Beweis gäbe, dann hüpfe ich nackt in den Windbrunnen. Das soll ich sehen. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss, so sei es. Tja, zu den Flötennasen. Was ich dir noch zu den Flötennasen sagen wollte... Ja? Bitte lass sie leben. Es sind Leute wie du und ich. Familien. Oh, sie sind nicht wie du und ich. Es sind grausame, absurde Gestalten, die Asposien heimsuchen. Ich muss sie aufhalten. Alles klar. Ich muss dich aufhalten. Dann muss ich dich ebenfalls aufhalten. Tja, gut, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Wir können auf das Kreuz. So viel Dummheit ist schwer zu ertragen. Ich habe Zeit. Deinen hinterhältigen Flötennasen rennt sie davon. Und wir haben ja alle Optionen ausprobiert. Vielleicht können wir hier irgendwo... Ich wohl ein guter Herrscher bin.
irgendwas benutzen. In der Nacht. Conroy-Puppe. Regal. Regal. Hat sich bewegt, als das Regal gewackelt hat. Das ist richtig. Leider immer noch zu weit weg. Aber die Puppe kriegen wir niemals darüber. Zu kurze Bürste. Arme. Im Inventar haben wir nichts. Kamin. Sinnlos. Die Käfer kochen. Ich fühle mich gerade ganz genauso. Conroy-Bild. Toll. Ich dachte, nach Conroy könnte es nicht noch schlimmer werden. Ich fürchte, wir müssen die Conroy-Puppe irgendwie hier runterschleudern und dann hier können wir hier irgendwas machen. Leider immer noch zu weit weg. Wir müssen die Puppe irgendwie... Kann ich damit was in die Luft jagen? Nein? Ein Basilenstempel. Aha, los ziehen. Was soll ich damit machen? Ich habe das Gefühl, irgendwas können wir dann damit lose. Tun. Tja, lass uns doch mal hey, reden. Hey Emil, vielleicht habe ich dir doch was zu sagen. Ich bin ganz Ohr. Okay, wie kriegen wir... Flötennasen. Wie kriegen wir dazu die Puppe umzustoßen? Was ich dir noch zu Conroy sagen wollte. Es gibt nichts, was... Conroy hat die... Solch ein Schwachsinn. Außerdem war er... Ein infame... Da passiert nicht viel. Was ich dir noch zu... Es gibt nicht... Dann wär's, wenn wir versuchen würden... Ich denke, okay. Es... Ein König? Ja. Was ich dir noch... Wir müssen eine bestimmte Reihenfolge kriegen, damit er den... Ach, bitte. Jetzt nimmt... Der Stempel ist schon mal eine gute Idee. Diplomatie. Was, wenn... Wenn das... Und dann stellt er das wieder zurück. Was ich dir noch... Ach. Ich glaube, das ist eine gute Idee mit dem... Eine Provokation. So redest du. Oh, sehr gut. Basilen. Was ich dir noch zu dir. Ach. Ist eine gute Idee. Sie sind. Warum will das. So redest du. Jetzt ist ein Stückchen weiter runter. So viel Dummheit ist schwer zu ertragen. Ich habe dein. Okay. Vielleicht können wir die jetzt nehmen, oder? Leider immer noch zu weit weg. Okay. Hallo, hey, Emil. Emil. Vielleicht habe ich. Ich bin gar. Okay, wir brauchen weiter. Ich dir noch zu den Basilen. Sie sind. Warum? So. Das bringt nichts. Vielleicht müssen wir hier irgendwie anders. Hier noch zu Wenn es so oft dampft. Außerdem war. Auch nicht. Flötennasen. Was ich dir noch zu den Flöten. Wenn du die. Das reicht. Ah, sehr schön. Okay, eine sprechende Konrad-Puppe genau so. Und ein Fanatiker in einem Raum. Das könnte spannend werden. Was? Ich habe gesagt, das war's. Von mir hörst du kein Wort mehr. Glaub mir, meine Liebe. Ich habe alle Termine diese Woche abgesagt, damit ich mich nur auf dich konzentrieren kann. Und was zum Blödkopf? So einfach. Kommst du hier nicht raus? So können wir ihn irgendwie mit der Conroy-Puppe aus. Mal sehen, was Conroy. Tricksen. Conroy-Puppe auf die Tieren legen. Nein, das bringt nichts. Was soll ich damit machen? Aha, okay, Smalltalk, bestärken und streng. Nur die Schwachen geben Schwäche zu. Ein echter Mann versteckt seine Tränen hinter Wut. Verdammt, Conroy hat ja recht. Emil reißt sich zusammen. Aha. Nun zurück zu dir und deinen dreckigen Flötennasen. Charmant wie immer. Aber ich sagte schon, von mir hörst du nichts mehr. Warten, mein Mädchen. Das hat bisher noch alle weich gekocht.
Aha. Ob ich wohl ein guter Herrscher bin? Manchmal, in der Nacht, denke ich darüber nach, ob ich wohl auf dem falschen Pfad bin. Mal sehen, was Conroy dazu zu sagen. Ja, was hat Conroy dazu zu sagen? Bestärken, Smalltalk. Smalltalk? Kommt Zeit, kommt Rat. Darüber muss ich nachdenken. Okay, er denkt drüber nach. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung. Ein wahrer Herrscher trifft unliebsame Entscheidungen. Je mehr das Volk dich hasst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein guter Herrscher bist. Ganz genau. Aha. Ich sollte mich zusammenreißen und meine Zweifel runterschlucken. Ach, aber ich werde niemals so gut aussehen wie er. Selbstzweifel? Kann ich damit was in die Luft jagen? Okay. Stärkend, strengs Motor. Stärkend. Die Götter achten nicht auf Äußerlichkeiten. Sie versteinern die Schönen wie die Hässlichen. Jawohl. Den Göttern ist mein Aussehen egal, solange meine Seele rein ist. Aha. Keine Sorge. Ich weiß, es dauert lange. Aber ich werde euch zurückholen. Ihr wisst, dass ich euer folgsamster Diener bin. Das ist vielleicht mal streng. Wahre Hingabe offenbart sich erst im Angesicht wahrer Herausforderung. Ansonsten könnte ja jeder behaupten, dass er Conroy lieben würde. Verdammt! Ich werde beweisen, was in mir steckt! Na? Sehr gut.